Ihr Bruder ist stabil, aber komatös. Das CT zeigt eindeutig, dass keine Arterie getroffen wurde, die so eine Blutung auslösen könnte. Ich glaube, er wurde vergiftet. Erst wird er vergiftet und dann schießt man auf ihn, zur Sicherheit. Wenn Sie wirklich glauben, dass Tommy die Operation nicht übersteht, dann müssen Sie sie stoppen. Ich habe keine Beweise für den Giftstoff in seinem Körper. Und selbst wenn, ich kann ihn sowieso nicht neutralisieren, weil ich eben nicht weiß, was es ist. Es ist nur mal eine Frage der Zeit, bis zum multiplen Organversagen. Was kann ich tun? Wenn Sie es vor der OP schaffen, das Gift zu identifizieren, dann könnte das klappen. Dann hat Ihr Bruder vielleicht eine Chance. Die ganze Sache galt mir. Tommy war zufällig bei mir. Hast du den Schützen erkannt? Nein. Zwei Kollegen sind gerade in der Zeitungsredaktion und lassen sich alles geben, woran in letzter Zeit gearbeitet hat. Er wollte mir gestern die ganze Zeit was erzählen. Du bist das Ziel des Anschlags zu nah dran. Kling dich jetzt bitte aus. Gib mir deine Dienstwaffe, sonst entlasse ich dich für immer. Ich habe euch gerade den Typen geliefert, der den Anschlag im Krankenhaus verübt hat. Ja, aber mit welchen Methoden? Mann, Tommy stirbt, wenn ich in den nächsten 2 Stunden nicht weiß, was da in seinem Körper ist. Sie müssen unbedingt herausfinden, womit die ihren Bruder vergiftet haben. Ansonsten kann ich die Pen nicht aufhalten. Mit jeder Stunde, die sie schweigen, verschlimmert sich ihr Strafmaß. Wenn ich euch was sage, dann bin ich tot. Scheiße! Er spricht nicht auf der Dialyse an. Sag mir, dass du da was tun kannst. Du machst doch was. Scheiße. Du willst den Typen umbringen. Wenn ich es nicht tue, ist Tommy tot. Was hast du dir dabei gedacht? Du hättest tot sein können.